Neuer, aufwendigerer Schnitt für dieses Video. Gerne Feedback, schreibt er. Gerne können mein Cutter sich das angucken und ein paar Tricks abgucken. So, moin moin, die Überschlagungen überschlagen sich, die Ereignisse enteignen sich, die Mäusungen übermäusen sich. Oder so. Eigentlich dachte ich ja, dass ich mit dem Fall Mäus jetzt durch bin, aber es ist ein bisschen was passiert. Ein bisschen viel, wie des Lesens Mächtige am Titel schon erkannt haben mögen. Langsam frag ich mich wirklich, ob die da einfach alle nur noch besoffen sind. Das kannst du dir nicht ausdenken. Außerdem habe ich interessante Informationen zugespielt bekommen und das nicht gerade zu knapp, wie das Ende vom Brot. Es wird heute nicht mal sonderlich um die Spendenthematik gehen, außer da kommen neue Infos. Falls ja, hänge ich die an das Ende vom Video. Dazu habe ich eigentlich ansonsten das meiste schon gesagt, was man sagen kann. Bei den Sachen, die gerade rundherum passieren, haben wir eh mehr als genug Gesprächsstoff. Lose geht's! Mäus wurde angeblich verhaftet im Zuge eines Treffens mit Gieno. Es gab Gerüchte, dass da eine Waffe im Spiel gewesen sein soll, was schließlich in einer Polizeirazzia im George Hotel Hamburg endete. Ganz plötzlich ist dann ominöses Management aufgetaucht, das sich schützend vor Mäus wirft und alles regeln will. Ja? Die haben den Instagram-Kanal von Mäus übernommen, während der in Haft sitzt, mutmaßlich, und geben jetzt dort in seinem Namen Statements ab. Bei diesem Management, G2W, das wäre fast cool gewesen, wenn 2 und W andersherum gestanden hätten, finde ich persönlich ein paar Sachen suspekt. Über die sprechen wir. Und dann machen wir den Körper in die Statements. Wo wir gerade über ein Kaspar reden. Freunde, wie oft habe ich euch schon erzählt, dass ich krachend überfordert bin mit der Finanzwelt. Aber gerade wenn es um den feinen Taler geht, kann einem das schon irgendwann mal auf die Galoschen fallen. In der Schule lernt man ja auch nichts dazu. Weiter. Mir kam es ja ein wenig merkwürdig vor, dass dieses Management urplötzlich aus dem Nichts gekommen ist, zufällig an dem Tag, an dem Mäus angeblich verhaftet wurde. Genau in dem Zeitraum wurde der Instagram-Kanal erstellt. Sie beschreiben sich selbst mit faires und kompetentes Management. Wir suchen neue das ist eigentlich... Eigentlich, wirklich jetzt, ist das völlig albern, dass wir überhaupt darüber sprechen, dass, was das vielleicht sein könnte. Ob das so ein Columbo hier nötig wäre, um zu checken, in was für ein Scam der uns da wieder reinzieht. Am Ende, er ist es selbst oder den sein Cousin da, dieser Junge, und fertig. Faires und kompetentes Management. Wir suchen neue Künstler. Ja, ihr sucht neue Künstler. Wer ist denn so bei euch? Wen habt ihr denn schon so gemacht? Wer seid ihr denn so? Was habt ihr schon so an Erfahrung? Wir sind gerade entstandene Webseite. Künstler. Ist das so? Seid ihr ein seriöses, kompetentes Management? Sucht ihr neue Künstler oder ist das ein Vorwand, um authentischer zu wirken? Nur eine Nachfrage. Mir ist bei dem Logo aufgefallen, dass das irgendwie seltsam aussieht. Der Schriftzug kommt mir deplatziert vor im Vergleich zur sonstigen Optik. Die Font, Schriftgröße, Farbwahl, das passt einfach nicht. Ja, ich meine, am Ende wird das von im Internet runtergeladene Logo sein. Das ist ja eh egal. Vielleicht war ein stümperischer Designer am Werk, vielleicht steckt aber auch mehr hinter. Ich habe das Logo einfach mal gescreenshottet, in mein Bild-Editing-Programm gezogen und mit der Pipette die Hintergrundfarbe des Logos kopiert. Mit dieser Farbe habe ich dann die Er macht so auf Mimi. Eine Schrift übermalt. Der hat es einfach von Envato oder so runtergeladen, fertig. Weil ich einen Verdacht hatte. Dieses Bild habe ich dann durch TinEye und Google Lens gejagt. Dann habe ich mich gefragt, was hat Mäus Management mit dieser Sportschule für Eishockey in Moskau zu tun? Wir sehen am obersten Zahn von diesem Image die Ausblassung. Genau wie auf diesem Logo. Ich habe ein bisschen weiter recherchiert. Ein ähnliches Image gab es mal im Paket von Adobe Stock, aber seit längerem bereits nicht mehr. Laut TinEye wird das von 26 Unternehmen verwendet, die zum allergrößten Teil aus Russland und Kasachstan kommen. Also muss das ja einen Ursprung haben und den habe ich auch gefunden. Dieses Logo gibt es nämlich in ähnlicher Form von Blue Vision auf Shutterstock. Eine Sache kam mir aber immer noch komisch vor. Wir sehen im Bild diese ganz knapp erkennbaren dunkleren Linien, die sich relativ störend durch das Bild ziehen. Diese Linien gibt es so aktuell bei keinem von den 26 Unternehmen. Eines davon hatte das früher mal, aber das wurde relativ schnell gewechselt. Ich frage mich, wieso? Die Linien auf dem Logo von der Firma, die das damals hatte, verlaufen übrigens genauso wie bei Mäus Management. Und beide haben einen weißen Rahmen. Ich frage mich, wie das kommt. Für mich persönlich sieht das aus wie ein Wasserzeichen, welches halt auf Stockbildern drauf ist, die man sich kaufen muss, um sie eben ohne diese Wasserzeichen zu bekommen, damit sie nicht geklaut werden. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei Klamottenläden, diese Tintendinger, die da dran sind, und wenn ihr versucht, die Sachen zu klauen und das abzumachen, ist die Kleidung halt versaut. Ich weiß nicht, ob das immer noch so gemacht wird. Ich möchte an der Stelle natürlich nicht unternehmen, dass das Logo einfach von dieser Firma, die ebenfalls diese Wasserzeichen-ähnlichen Linien drauf hatte, gemobst wurde. Es kann natürlich alles Zufall sein oder halt nicht bezahltes Image, aber da kann man ja zur Not immer noch den Designer vor den Bus schmeißen, was?
kompetentes Management würde sowas auf jeden Fall machen. So ein Anfängerfehler würde natürlich kein Management, das sich selbst als kompetent bezeichnet, machen. Sowas kann mal passieren, wenn man ganz schnell schnell machen muss. Das in Kombination mit dem plötzlich aus dem Boden sprießen, ist halt so ein wenig sass, sag ich mal. Ich habe mir übrigens von Kaiser, weil Kaiser mir das mit KI gemacht hat, 8 besser aussehende Logo. Ja, boah, das ist... Also der hat jetzt ganz schön lange gebraucht und voll Deep Dive, um uns zu sagen, dass das Logo irgendwie Stock Footage ist oder so. Aber ich schwöre bei Gott, das hat, glaube ich, jeder schon gecheckt, das von vornherein. Auch wenn man das jetzt nicht so analytisch wiedergeben konnte wie er oder nicht gemacht hat, war doch irgendwie klar, dass das irgendwo einfach... Jetzt hat er mit KI die Dinger gemacht, die natürlich schon wesentlich besser aussehen. Klar, der Punkt ist, dass das einfach, das sind so viele Faktoren und das ist einer der Punkte, dass das Ganze natürlich sass macht, was, glaube ich, echt klar ist. In 2 Minuten. Guck mal, Bruder, diese Logo, okay? Guck mal, Just Nero, du hast jetzt diese Logo genommen, durch Internet gejagt, okay? Okay? Was schon Strafrecht ist, okay? Es ist Strafrecht. Aber ein Baum wird auch wachsen und dieses Logo wächst. Und das Wasser für dieses Logo sind Likes auf Instagram. Und wenn du nicht likest, dann zerstörst du die Umwelt und Tiere werden sterben auf den. So Tengrismus auf den. Guck mal, Bruder, du hast jetzt Logos gemacht in AI. Aber AI ist auch nicht das Besondere. Er ist nicht von Shindy. Er ist auch nur ein Hund. Ein AI ist auch nur viel Mathe dahinter. Verstehst? Mehr stellen lassen. Können wir mal kurz drüber reden, dass die KI es wirklich geschafft hat, in jeder Version Management auf eine andere Art falsch zu schreiben? Das ist aber auch nur, mein lieber Just Nero, das ist aber auch nur, weil du bestimmt eine bestimmte KI benommen hast. Ich kann dir nur den Tipp geben, DALL-E kann Buchstaben, sofern ich Erfahrung habe, besser. Drüber reden, dass die KI es wirklich geschafft hat, in jeder Version Management auf eine andere Art falsch zu schreiben. Das stimmt wirklich. Also die meisten KIs können das aber nicht. Aber ich meine, das reicht ja. Trotzdem kannst du ja da ein bisschen noch Photoshop hinher. Ich werde dir deinen beschissenen 7 Euro geben, geh mir nicht am Sack. Guck mal, AI ist vielleicht ein Hund, aber es ist keine Ratte. Okay? Okay? Belasch ist keine Ratte, okay? Er macht zwar Pizza wie... Welche KI erstellt deine Logos? Also unsere Logos machen wir noch altertümlich selbst. Das Rostam-Logo ist einfach nur ein Tag von mir. Ich wollte das extra so machen. Ich meine, es geht bestimmt geiler oder so. Was weiß ich, jeder hat anderen Geschmack. Ich fand nur, das ist einfach irgendwie cooler, wenn das... Es ist ja mein Produkt und meine Handschrift trägt. Seht ihr das Rostam-Logo? Das ist einfach nur ein Tag von mir. Also in der Graffiti-Welt nennt man das Tag. Ihr könnt aber auch einfach sagen, es ist meine Handschrift. Das wollte ich so haben. Ich fand es ein bisschen zu random, da jetzt so eine krass Logo von DALL-E. Aber DALL-E macht das schon gut. So. DALL-E. Magemt.g2w. Mage. Ment. Bruder. Guck mal, Bruder. Managemt. Was geht mit Mäus? Kommt er zum Interview zu mir oder nicht? Dauert wohl doch noch ein bisschen, bis die KI übernimmt. Lol, eigentlich wollte ich ja eine seriöse Anfrage an das Management stellen, was dazu halt gesagt wird. Einfach bitte um Stellungnahme. Nur leider fehlt der Kontakt, abgesehen von Instagram-DMs. Der müsste angegeben sein. Wo wir gerade dabei sind, frage ich mich außerdem, wo sind die für das Management verpflichtenden Angaben gemäß § 5 TMG? Wo ist die Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz? Wer ist verantwortlich? Habt ihr keine gestellte Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeteiligung? Manche Sachen davon sollte man haben, andere wiederum muss man haben. Ab der Sekunde, wo man in einem Rahmen tätig wird, der mit geschäftlichen Aktivitäten zu tun hat. Im Unternehmensregister habe ich leider auch nichts zum Management gefunden. Genauso wenig haben meine Recherchen beim Patent- und Markenamt ergeben. Jetzt fehlt nur noch, dass die Statements rhetorisch eher wirken, als wären sie von einem passiv-aggressiven 19-Jährigen verfasst worden. Gleich mehr dazu. Man fragt sich halt schon, hat das einfach der Kumpel von Mäus geschrieben? Nach dem Motto, hier Handy, mach Insta für mich? Insgesamt beweist das, abgesehen davon, dass das Management halt maximal unseriös rüberkommt, überhaupt nichts. Aber es ist halt alles super komisch und verwirrend. Diese ganze...
Ja, also das sind, ne, ich werde das jetzt nicht so unbedingt stoppen, alles nochmal kommentieren, das haben wir schon alles gesehen. Aber gleich kommt, glaube ich, der Hammer, ey. Die ganze Geschichte begann mit einem weiteren Statement von Mois. Ja, und das eigentlich da, also das ist eigentlich der Punkt. Und seinem Kumpel. Die saßen zusammen in einem Hotel in Hamburg und haben angekündigt, dass es ein Treffen geben wird mit allen Beweisen. Alles wird auf den Tisch gepackt. Bruder, ich bin in Hamburg. Lass mich erstmal Hamburg fertig werden, Alter. Ich drehe gerade euer Video mit den Spenden und alles, weil ich möchte diese Herrschaften auch zu Wort stellen, vielleicht. Wisst ihr, ich meine, das wird sehr interessant. XXL-Video, Leute. Es wird auch sehr unterhaltsam. Das hat übrigens meine Lieblingsinfluencerin auch des Öfteren so angekündigt. Ich sehe Parallelen. Hört sich vielversprechend an. Bis dann plötzlich ein Video von Marek alleine auftauchte. Was ich da zu hören bekommen habe, war unerwartet. Schauen wir rein. Große Bestie am Himmelszelt, höre den Ruf aus der Schattenwelt. Steig aus der Kugel, ich brauche dich schnell. Falscher Marek. Scheiße, ich sehe gerade, der heißt Malik. Ach, egal, das Meme bleibt, wo es ist. Daran wird hier nichts gerüttelt. Shinos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Mois dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Mois hatte alles dabei. Stattdessen ist Shino gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei. Und es kommt eine große LKA-Razzia im Hotel. Mein Onkel und Mois wurden daraufhin sofort festgenommen. Er sagt, mein Onkel und Mois wurden darauf festgenommen. Ich habe auch so wahrgenommen, dass der Typ nicht mit Mois verwandt ist, dieser Junge. Ich glaube, der Jasnero wird gleich sagen, dass das der Neffe von Mois ist. Oder hat er das schon vorher gesagt? Ich habe das irgendwie in Erinnerung. Aber wir schauen gleich weiter. Macht angeblich einer, der recht hat, sowas? Es waren alles Lügen und er will Fame mit seinen Lügen erreichen. Das macht er schon immer. Aus Respekt vor seinem Vater ist Mois und mein Onkel extra nach Hamburg gekommen. Malik stellt die Frage, macht jemand, der im Recht ist, sowas? Sprich Shieno. Ich würde eher sagen, sowas macht jemand, der Angst hat. Wovor auch immer. Ich frage mich an der Stelle, warum wurden die beiden denn umgehend festgenommen? Das wirst du ja in der Regel nicht ohne Grund. Voraussetzungen dafür sind ein vorliegender Haftbefehl, der Verdacht einer Straftat, das muss in dem Fall aber konkret bewiesen werden können oder halt auf wirklich vernünftige und strenge Annahmen beruhen. Möglichkeit 3, Fluchtgefahr, um einer Strafverfolgung zu umgehen. Viertens, Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Grund 5. In seltenen Fällen darf eine Person vorübergehend aufgrund von Ermittlungen festgenommen werden oder zu guter Letzt Festnahme auf frischer Tat. Selbsterklärend. Ich frage mich an der Stelle also, warum wurden die denn direkt festgenommen? Was ist da los? An der Stelle hat sich das Management von Mois eingeschalten und über ihren sowie seinen Account Stories gepostet. @managementg2w ist euer Ansprechpartner rund um das aktuelle Thema der Verhaftung und wir bitten dort um eure Hilfe. Reihe! Nimm runter, war Hilfe, nix. Da wir noch Beweismaterial für die Fehhaftung benötigen. Zahlreiche Versuche, diese vom George Hotel zu bekommen, sind bisher gescheitert. Komisch. Unsere Anwälte sind eingeschaltet und wir werden zu dieser Thematik vorerst auch nichts mehr preisgeben. Ein Satz später, sie geben doch noch mehr Preis. Was wir bestätigen, ist die Verhaftung und dass es rein gar nichts mit Waffen oder jeglicher Art, was? Der Satz ergibt keinen Sinn, egal. Also wirklich voll viel ergibt keinen Sinn. Auch dieses ständige, überhebliche Ton hat kein. Das ist so sinnlos alles. Die Hintergründe waren ein geplantes friedliches Treffen, in welchem auch Lügen über die Spendengelder aufgedeckt werden sollte. Zum Thema friedlich habe ich gleich übrigens noch was für euch. Ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Es wäre halt so einfach, das nachzuweisen. Warum wird das so ein Brimborium mit Treffen und so weiter veranstaltet? Das ist super unnötig für die Beweislieferung. Für Mois gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Man kann aber einfach nicht leugnen, dass der Kerl sich super unklug angestellt hat, dass Leute das etwas doller hinterfragen, sage ich mal. Aber wo wir gerade dabei sind, das mutmaßliche Management hat auch was zur Beleidigungstirade geschrieben, was uns ebenfalls wichtig ist zu erwähnen. Unser Künstler Mois hatte eine schwere Zeit wegen den Vorwürfen. Ja, sollten die Vorwürfe unwahr sein, kann ich das ja voll verstehen. Und hat sich im Affekt dann auch verbal zu euren Kommentaren geäußert. Er hat sich also sprachlich dazu egal. Ich pflück dieses Mal keine Kirschen. Ausnahmsweise. Ich sag mal, eine tote Mutter so zu beschimpfen und als Dirne zu bezeichnen, naja, da sollte sich Mois meiner Meinung nach auch nochmal persönlich barbarisch entschuldigen. Jedoch bitten wir auch die Umstände hier zu berücksichtigen und die Akteure. Ja, Fun Fact, um das mal vorwegzunehmen, seitdem er wieder da ist, ist er auch wieder in den Kommentaren wieder aktiv. Jetzt vielleicht nicht ganz mit Harnsen, aber auch schon wieder so ein bisschen heavier. Das mal zum Thema.
Akteure, die es provoziert haben, sollen sich nicht in die Opferrolle versetzen. Sie haben sich in erster Linie falsch verhalten. Ja gut, aber auch die Leute, die Mois zugesprochen haben, wurden teilweise gottlos runterbeleidigt. Ich fasse einfach mal zusammen. Entschuldigung, dass er das gemacht hat, aber... Entschuldigung, dass er das gemacht hat, aber die anderen haben sich in erster Linie falsch benommen. War selber schuld? Ihr habt das mit eurem Verhalten verantwortet? Sag mal, T-Tech, bist du der Manager von Mois? So viel stand 3.4. zum Management. Eine Sache habe ich aber noch. Wenn Mois wirklich im Knast ist und ihr erst nach der Verhaftung seinen Account übernommen habt und da Zugriff bekommen habt. Wie? Normalerweise, wenn irgendwas im Raum steht und... Das ist jetzt wirklich interessant, was er sagt, weil ich meine, eigentlich wirklich brauchen wir das nicht. Es ist glasklar, was Sache ist. Er hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Der wurde vielleicht wirklich von den Bullen da angehalten, die haben nach Führerschein gefragt oder kurz auf Wache mit ihm wegen, ja, hör mal, haben sie da Ärger? Nein, ja, okay, gehen sie nach Hause. Bruder, wir machen da jetzt Promo. Ich weiß, was wir machen, Bruder. Und dann haben die sich da eine Woche zusammengesetzt und den Jungen da die ganze Zeit schreiben. Er hat selber geschrieben mit ChatGPT, keine Ahnung. Und der wird wahrscheinlich 1000% niemanden den Zugang gegeben haben. Das ist allen alles klar. Aber hier kommt der Beweis. Man festgenommen wird, wandert man nicht mit Handy ein. Das wird einem in der Regel abgenommen. Mois hat doch schon mal vorgetäuscht, im Knast zu sein. Wie seid ihr durch seine Zwei-Faktor-Authentifizierung gekommen, die man mit dem Handy bestätigen muss? Man könnte sich jetzt fragen... Ja, Müllmi schreibt, vielleicht hat er eine Gefährdenansprache bekommen. Ja, 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 das kann auch sein. Du Bullen kommen und sagen immer zu, die und die haben gesagt, die haben Angst vor dir und so weiter, nur dass du was weißt. Die haben gesagt, du willst Aktion machen. Hör zu. Das. Das ist eine Gefährdung. Jetzt hau ab. Okay, tamam. Er haut ab. Aber ihm fällt ein, wie Marketing funktioniert. Ah. Hat der überhaupt zwei Faktor? Ja, auf YouTube sowie Instagram. Ich kann nicht immer an YouTube, weil es gibt zwei Outdoor-Zertifizierungen, du musst die bestätigen. Und YouTube ist so Illuminati, wenn du da reinkommen bist. Weißt du, alleine dieses Bestätigen, dass du kein Roboter bist, tötet man sie. Genau. Und so. Er kommt und... Das ist das Video, als er damals aus dem sogenannten Hubs zurückgekommen bin. Und dann hat er gesagt, wir waren voll wir hatten keinen Zugang, weil ich habe zwei Faktor, ich hätte mein Handy nicht. Übrigens, das, Mann, Alter. Gib mir einfach einen Job. Wisst ihr, was passiert ist? Ich wollte noch was fragen, sorry, aber was denn mit deinem Instagram-Account? Ist der auch weg? Ich habe bis heute keinen Zugriff zu Insta, bis heute nicht. YouTube kam ich nur rein, weil Maestro eingeloggt war und das bestätigen konnte. Oh. Und das ging auch nur nach einem Monat, okay? Okay. Und jetzt das Ding. Maestro kommt und gibt mir seinen Job. Upsi, Frage 2. Wenn dieser Malik wirklich Mois Neffe sein soll, von wem ist er der Sohn? Er ist nicht Mois Neffe. Er meinte immer, ich bin mit meinem Onkel und Mois da gewesen. Der wird ein Bekannter von Mois sein, oder? Oder verstehe ich das falsch oder Jasnero? Es wäre mir neu, dass irgendein Bruder oder so von ihm ein Kind in dem Alter hat. Frage 3. Die Rede war vom George Hotel in Hamburg. Dort soll Mois ja während einer riesigen Razzia festgenommen worden sein. Hier haben wir die Aufnahmen vom Polizeieinsatz. Wir prägen uns die Gegend mal ganz genau ein. Eingekreist sind dieser Stein oder was auch immer das ist, das leuchtende Schild, das weiße Schild daneben mit dem schwarzen Schriftzug und die Laterne. Hier haben wir den Ort des Einsatzes bei Tag. Wir sehen die Schilder, den Stein, die Laterne. Ebenfalls sehen wir das Blutspendezentrum neben dem Europa-Haus. Folgend wie dieser Straße noch ein wenig, sehen wir diese beiden Türme jetzt auch besser. Eine edgy Seite. Ey, yo, Alter. Ich weiß schon, was kommen wird. Aber weißt du, warum ich lachen muss? Der Chambuster Rhymes, ich weiß nicht, ob du noch im Chat bist. Unser Ehrenwürdiger hier hat vor Woche mir schon geschrieben, dass er das Video kennt und oder irgendwie rausgefunden hat, dass es ein altes Video von woanders ist. Irgendwie, da hat er was verglichen. Der hat das gefunden. Cem, jetzt bekommst du recht. Achte mal. Von mir wollte gerade einen dummen Witz machen. Oh. In diesen Türmen ist eine orthopädische Privatpraxis. Massenberger Straße in 44797 Bochum. Das ist in Bochum, Brä. Das ist ein völlig anderer... Ticker, Alter. Hier habt ihr... Ich hoffe, ich war hier hin. ...anderer Polizeieinsatz gewesen. Warum lügt ihr denn schon wieder so dreist rum? Die Umgebung von George Hotel in Hamburg sieht so aus. Die ganze Geschichte ist also von
vorne bis hinten gelogen. Ja. Hinten erstunken und erlogen. Wer das mit der Festnahme immer noch glaubt, ist doch einfach nur auf den Kopf gefallen oder will halt verarscht werden. Wenn die das weiter abstreiten, kann ich gerne jedes einzelne Gebäude... Ich will verarscht werden. Nein, nein, ich bin so einer. Ich will so, weißt du? Ich mag das. Geh mir fremd in Gesicht. Auf diesem Festnahmevideo benennen mit Adresse. Adresse, Adresse, Adresse. Und angenommen, ihr beharrt drauf, dass er festgenommen wurde, postet doch, wenn er frei wird, einfach mal den Entlassungsschein, der immer ausgestellt wird. Ja, guck mal, Real Talk, ne? Jetzt mal ehrlich, Leute. Wenn der im Knast gewesen wäre, hätte er sich nicht mit Blog und abholen lassen mit, ja Leute, so ich komme aus Knast raus, mich aus Polizei wird abgeholt, ja ich weiß da drin und so. Hätten die das nicht direkt vermarktet? Ja Reihe, die hätten ein Video gemacht mit 8 Folgen, hätten die doch. So er kommt jetzt raus aus Habs, ist direkt beim Friseur, hat weder die Papiere, weil, das sage ich auch nur, weil er sonst immer alles postet. Warum dann nicht die Papiere posten? Ja, der war einfach, Alter. Ja, okay, ist halt so. Die Mackies sind aus Tag. Weil das System halt langsamer arbeitet. Das wird ausgestellt, damit es nicht fälschlicherweise zu einer weiteren Festnahme kommt, weil die Freilassung nicht schnell genug als aktueller Status registriert wird. Und außerdem, wenn in Hamburg eine polizeiliche Riesenrazzia mit SEK... Elias schreibt Cam. Warum willst du Cam? Warum soll ich Cam auf Reaction ändern? Meinst du, da ändert sich was? Meinst du, da werdet ihr was sehen? Ihr werdet niemals etwas sehen. Mäus ist euch immer voraus. Guck mal, Bruder, das ist woanders, verstehst? Mach das Video. Aber was ist, wenn die das rausfinden, die Leute? Guck mal, Bruder, die Leute finden etwas raus. Aber rausfinden werden Leute niemals etwas, weil Leute sind Leute, okay? Ist diese... Wir haben hier ein Stück Niere, okay, mit Öl, Olivenöl. Du musst das essen, weil auf den, weißt du, das hat sehr viel Energie. Warum lügt ihr denn schon wieder so dreist rum? Die Umgebung von George Hotel in Hamburg sieht so aus. Die ganze Geschichte ist also von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Wer das mit der Festnahme immer noch glaubt, ist doch einfach nur auf den Kopf gefallen oder will halt verarscht werden. Wenn die das weiter abstreiten, kann ich gerne jedes einzelne Gebäude auf diesem Festnahmevideo benennen. Mit Adresse. Adresse, Adresse, Adresse. Und angenommen, ihr beharrt drauf, dass... Bruder, schau. Guck mal, Bruder, schau. Schau, okay? Schau, okay? Du sagst, ich war nicht hab's, okay? Aber das ist kein Lie. Festgenommen wurde... Und es ist auch nicht sass, okay? Postet doch, wenn er frei wird, einfach mal den Entlassungsschein, der immer ausgestellt wird, weil das System halt langsamer arbeitet. Das wird ausgestellt, damit es nicht fälschlicherweise zu einer weiteren Festnahme kommt, weil die Freilassung nicht schnell genug als aktueller Status registriert wird. Und außerdem, wenn in Hamburg eine polizeiliche Riesenrazzia mit SEK wegen eines Bewaffneten stattfindet, angeblich, das war ja der Vorwand, warum hat nicht ein einziges Medium darüber berichtet? Man findet davon gar nichts. Es gibt Blaulichtreports wegen jedem Furz und... Der Abo-Intellektueller hatte das damals schon am ersten Tag geschrieben, andere haben das auch geschrieben. Es ist ja so, dass jede Kleinigkeit im Lokalen berichtet wird. Und wenn es ein SEK war, SEK-Einsatz war oder LKA, größere Einsätze, Digga, komm hör auf. Noch so kleinen Einsatz. So viel dazu. Mir ist gerade so ein bisschen eine Ader im Auge geplatzt. Maestro hat mir privat und auch öffentlich einige unschöne Dinge offenbart. Was sehe ich da? Eine Story von Mois Account. Das ist gerade der Mount Everest-Gipfel der Ekelhaftigkeit mit Kirsche obendrauf. Wir schauen uns zunächst einmal die Story vom 4.4. an. Mois schreibt zum Video von Maestro über Anfeindungen seiner Frau und Familie gegenüber. Sehr wichtig und richtig. Bitte reflektiert einmal, was Maestro hier erzählt und verinnerlicht die Aussagen und die Lehren daraus. Weiterhin alles Gute und nur das Beste an Maestro und seine wundervolle Familie. Okay, schöne Message, aber was sollen dann die Bedrohungen hintenrum? Warum wird hinter den Fassaden sowohl Maestro als auch seine Familie bedroht von Mois Entourage? Laut Maestros Aussage. Er schrieb vorher folgendes. Menschen aus dem Umfeld von Mois es versuchen, mich und meine Familie zu bedrohen, mich einzuschüchtern, dass man zu mir nach Hause kommen wird, etc. Der Grund dafür ist, dass ich mich weigere.
wäre ein von ihnen vorgeschriebenes Statement zugunsten von Mois zu posten. Also nochmal ganz kurz, muss sagen, Maestro hat sich in dieser Sache eigentlich meiner Meinung nach straight up, also guck mal, wenn wir ehrlich sind, guck mal, straight up korrekt verhalten fand ich, dass er das direkt gepostet hat. Weil Bruder, kein Millimeter würde ich irgendwelche Druck, Straßendruck, Rücken, Mücken. Bruder, ich sag ganz ehrlich, dafür ist diese Zeit und die Freundschaft und so auch den anderen nichts wert. Da würde ich bei so einem halben Drucksituation schon eigentlich wirklich, ich würde direkt die Polizei anrufen. Weil Bruder, ganz ehrlich, bei so einer, ich will jetzt nicht ausrasten, aber naja. Daher, ich fand es schon korrekt, dass er das gemacht hat. Hat sich auch gut aufgelöst alles. Aber ich muss sagen, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, dass sie noch so Druck machen auf Maestro, weil der Mäuste müsste klar sein, dem, also jedem und euch auch wahrscheinlich, oder jedem dürfte klar sein, weil dem Mäus besonders, warum triezt du den noch? Der weiß eine Menge, der hat noch eine Menge Leichen im Keller und der weiß die alle. Der kennt die meisten wahrscheinlich, weil er eine ganze Zeit lang mit ihm, das ist einer der Gründe, warum der sich ja getrennt hat. Und der hat damals noch richtig zurückgehalten. Trotzdem gehen die da hin und triezen ihn. Warum eigentlich? Was war eigentlich der Grund? Dieses Statement war übrigens komplett voll mit Lügen. Die wollten Maestro dazu zwingen, für Mois zu lügen. Warum? Der hat Also das ist eine Interpretationssache jetzt hier, aber das denke ich auch. Die wollten ihn zwingen, über, ich würde sagen, ein bisschen so überreden, für ihn zu lügen, um ihn wieder gut darzustellen. Jetzt frage ich mich aber, wie klug soll das sein? Also, wie klug ist das? Meinst du, der macht das jetzt oder was? Also warum sollte er das machen? Also, ja, Jamila schreibt, glaube, der will ihn wieder an seiner Seite haben. Ja, aber ich will auch meine Ex-Freundin wieder an meiner Seite haben. Aber guess what? Die will nicht. Warum? Ich bin fremdgegangen, Spaß. Aber ich will nur sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass der den haben will. Der Maestro ist ein guter Freund, er ist ein guter Partner, der hat seinen Rücken freigehalten in mehreren Hinsichten und bla und bla. Aber er war ihm halt kein guter Freund. So sind doch auch alle gegangen. Manuel ist gegangen, Sinan ist gegangen, Maestro ist gegangen, alle sind doch gegangen. Warum denn? Weil er so ein guter Freund ist, so, er gibt nicht zurück, das ist das Problem. Und er lügt alle an, plus er beleidigt alle hardcore, wenn du nicht da bist, bist du ein Hurensohn, das weiß jeder. Aber ich muss sagen, dass er gar nicht mehr ernst nehmen kann. Aber egal, ja. Wenn du den so vergraulst, den Jungen. Guck mal, Maestro hat ein Video gemacht, wo er gesagt hat, so und so sieht's aus. Sogar da ja im Prinzip noch mit der Möglichkeit zu öffnen, nochmal zu sitzen und zu cherisieren, wenn ihr euch erinnert. Der hat ja kein Video gemacht. Ne, hat er ja nicht. Und was war das Ergebnis von einem auflösenden, von einem Video und Reden und was war das Ergebnis? Chat, was war das Ergebnis? Sag mal. Ich sag's euch. Guck mal, Bruder, Maestro. Okay, guck mal, meine Kinder werden nichts essen, okay? Du bekommst Kanal. Kanal ist jetzt Dings. Okay, okay. Ich hab eine andere Idee. Ende des Jahres kämpfe ich gegen Floyd Mayweather. Mayweather. Er ist ein Hund, aber ich kämpfe gegen ihn. 80.000 für Privatjet. Mach ich, aber ihr seid ja so fitnergeil. Guck mal, Bruder. Dann gebe ich dir dein Geld. Er hat ihn im Prinzip auch nur weiter verarscht. Ich weiß, er wird wahrscheinlich denken, ich habe doch normal argumentiert, aber er hat ihn einfach nur verarscht. Er hat ihn verhöhnt, verarscht und irgendwann hat Maestro doch gesagt, ey, okay, du gibst mir das Geld nicht. Ich habe einmal mich ausgesprochen. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Bruder, guck mal, nimm mein Kanal. Öxenbilla, nimm mein Kanal. Dieser Kanal ist dein Kanal. Ich nehme ihn nicht mehr. Prank, hab jetzt zwei Videos hochgeladen. Ja. Ich hab nicht gewusst, dass man für Freundschaft zahlen muss. Okay. Okay, ist bei euch so? Okay. Nimm meine Familie, die kann nicht mehr essen.
Also er hat im Prinzip geghostet, ist überhaupt auf gar keinen Punkt eingegangen. Dann hat er noch Sinan vor den Bus geworfen. Mittendrin, wisst ihr noch? Mittendrin, alles war cool. Alles war cool. Alles ist locker. Alles ist hinter uns. Alles ist locker. Guck mal, Bruder, du willst deinen Kanal, okay? Okay. Aber Sinan hat Mike geklaut. Guck hier, Sprachnachricht. Wegen dem Geld ist was anderes, aber Mikrofon ist eine Sache. Tut mir leid an Sinan. Guck mal, Sinan, seh. Wallah, Bruder, aber tut mir auch leid, Bruder. Ja, du hast mir 500.000 geklaut. Ja, das stimmt, aber guess what? Guck mal hier, hör die Sprachnachricht, okay, Bruder? Sinan hat Mikrofon, okay? Ja, okay, Alter, okay. Und was mit dem Geld vom Maestro? Ja, die gebe ich, aber ich muss die von den Rippen von Floyd Mayweather. Ich werde jetzt den Ausweis von Asche posten, damit ihr wisst, er ist kein Tschetschene. Okay, Asche ist kein Tschetschene, Sinan hat das Mikrofon, alle sind die Bastarde, alle sind schlecht. Aber, wo ist das Geld vom Maestro? Das Geld, ich verstehe das nicht. Guck mal, du fragst, okay, Bruder, Moment. Oxumbilla. Ich wusste nicht, dass Freundschaft Geld kostet, okay. Floyd Mayweather, Floyd Mayweather. Ich muss mit Floyd reden. Guck mal, okay. Ey Leute, wenn ich den noch 2 Minuten nachmache, muss ich in die Klapse, ne? Ich muss in die Klapse, ich schwör bei Gott. Weil das ist, durch das Nachahmen komme ich in seinem Kopf rein, so. Ich schwör bei Gott. Ich habe gerade schon selbst überlegt, mir irgendwas selber zu klauen. Okay, guck mal, Bruder. Dieses Getränk ist kein Getränk. Es ist nicht da, Bruder. Es war nicht da. Willst du dieses Getränk oder doppelt? Ich werde bald seine Bio vorlesen, ich schwöre bei Gott. Ja, einer schreibt so mit Manuel und Mois, war schon lustige Zeit und so. Ach klar, Bruder, wie gesagt, ApoRed ist auch lustig. Lustig ist immer, wenn es nicht um dich geht und wenn es dann nicht um dein Geld geht halt, ne? Ich habe nicht gesagt, dass der kein Entertainer ist. Das habe ich ja nicht gesagt. Aber er ist halt Scammer, so. Das ist die Scam-Ader sozusagen. Ja. Natürlich auch da muss ich sagen, klar ist schade, diese Kellersache, das hatte, guck mal, diese Kellersituation, das war schon krass, Mann. Da waren so viele Talente, die entertaining waren und einzeln, muss man sagen, waren die okay und cool entertaining, jeder hatte seine so Moves, aber zusammen war doch brutal. Ich schwöre, Keller war brutal. Aber Bruder, das war die Ziegengeneration. Schade, ja, ich sag ehrlich, schade. Diese. Also der Bushido hat sich gestern mit Mois getroffen, Alter. Ich kann es nicht glauben, Alter. Wo hast du das denn her? Unsere Spione haben ein Bild von Bushido. Der hat sich mit Mois getroffen, Alter. Krass. Ich muss sagen, Bushido. Korrekt von dir, aber du gibst Gesicht, wenigstens. Also ich zeig euch jetzt das Bild, ne? 2 Sachen sind auf dem Bild krass. Erstens, Bushido supportet eine Marke, die er, würde ich jetzt behaupten, noch nie anhatte. Ich bin mir nicht sicher, guckt. Er hatte diese Marke noch nie an. Welche könnte es sein, Chat? Und er trifft sich echt mit Mois, Alter. Aber da hättet ihr dort, warum macht ihr das in der Öffentlichkeit, dass man das so sieht? Er hat jetzt, das stimmt, im Chat wurde die Marke schon genannt. Balenciaga. Ey, Leute, er trifft sich einfach mit Mois. Ey, die wollen uns doch verarschen, oder? Hier. Das ist sich, ey. Guck mal, ne? Bushido, du hast uns lange an der Nase herumgeführt. Diese, wir haben was mit dem, wir haben nichts mit dem. Hör doch auf, Alter. Oh mein Gott, es ist Siegen Records, Alter. Es wird jetzt Mais oder Scheiß. Und wieder nur Busnitch. Ey, Balenciaga. Bald schreibt er auf Only. Es gibt Schmerzen der Maria.
Nice, oh Scheiße, bestätigt. Ey, ich kann nicht mehr, Alter. Das ist. Ihr seid so krass. Diese ganze Goat, ne? Dieses ganze Ziege und Goat, ne? Ey, Bruder. Das ist auch. Oh Mann. Ah, geil, Alter. Wer von euch hat wirklich gedacht, der hat sich mit dem getroffen? Ihr seid doch anders, Geistesgestörte, Mann. Ich bin wirklich in seinem Kopf. Ah, so geil, Alter. Oh Mann, ey. So weiter geht. Ich würde voll gerne ein Interview machen mit Mois. Warum traut er sich nicht, ey? Das ist ja so witzig. Ich würde auch ernste Fragen stellen, aber wir würden auch bestimmt gut lachen. Weder was mit der ganzen Situation, noch mit Mois was zu tun gerade. Ich habe mehrfach gesagt, ich habe mit dem Thema abgeschlossen und habe nichts mehr damit zu tun. Ich will mich auch nicht mehr reinziehen lassen. Ich habe gerade meine Umrah hinter mir. Das ist, glaube ich, die Pilgerfahrt nach Mekka, da was steht. Und es ist der Monat Ramadan, wo man versucht, mich damit einzuschüchtern und zu bedrohen, dass man zu mir nach Hause kommt, wo meine Frau und mein Kind wohnen. Im Ramadan soll man keinen Streit und Stress anfangen. Das ist in der Religion eine wichtige Regelung, weil sonst, glaube ich, das Fasten ungültig wird. Und es wird das so von einigen aufgefallen. Generell von jemandem, der fromm ist, egal welche Religion ich, für die, also mit den Religionen, die abrahamitischen, die ich mich auskenne, ich kann jetzt nicht von jeder reden. Es gibt ja, glaube ich, 2000 Religionen oder so auf der Welt. Aber generell, wenn man fromm ist, fängt man keinen Streit an. Man sagt ja auch immer, also zumindest im Islamischen sagt man das so, ich bin mir nicht sicher, wie es im Christlichen ist oder so, aber oder im Jüdischen, aber eigentlich ist zum Beispiel mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, um seine Sünden auszusprechen, laut und marktplatzmäßig, auf YouTube-mäßig, ist eigentlich mindestens genauso schlimm wie die Sünde selbst. Das ist jetzt natürlich ein bisschen religiös, das muss man jetzt nicht 1:1 in die Entertainment-Welt übertragen, das will ich damit nicht gesagt haben. Nur, wenn du die ganze Zeit auf super Hafes machst, religiös machst und so weiter, dann weiß ich nicht, dass dann solltest du wirklich, dann lass das eine, eins davon musst du sein lassen. Also, wenn, dann kannst du die Religion privat machen und dann bist du halt im Entertainment, das zieht das sich mit rein. Aber wenn du das mit reinziehst und das dein Content ist, finde ich das auch okay, aber dann wiederum benimm dich dann aber auch so. Also weiß ich irgendwie nicht. Irgendwie, du kannst ja nicht die ganze Zeit auf Hafiz machen. Hafiz ist so, wenn jemand, also so, ich glaube, so werden Leute genannt, die den Koran auswendig können, im Iran schon als Hafiz Gedächtnis, also Hafiz, so jemand, der den Koran auswendig kann und natürlich halt, ne, wer das kann, ist natürlich, das impliziert ja, dass du mäßig Bescheid weißt zumindest, ne, so. Weiß nicht, da rumzulaufen, die ganze Zeit Uxumbillah, dich filmen beim Beten und dann wirklich den größten Terror abziehen, Alter, weiß ich nicht, Alter. Leute, die sind echt biegsam, Leute, ey, die haben echt einen biegsamen Charakter, wirklich. Das weiß ich nicht. Chikos schreibt, warum nennt der Mois sich Alim? Der heißt doch Selim Khan oder so. Der kann sich ja nennen, wie er möchte. So. Ist mir egal. Fast habe ich mir erzählen lassen. Weiter im Text. Und das, obwohl ich trotz noch so vielen Dingen, die ihr nicht wisst, meinen Mund gehalten, mit allem abgeschlossen und den friedlichen Weg eingeschlagen habe. Das kann ich übrigens bestätigen. Maestro könnte Mois, wenn er wollte, vollständig vernichten. Also komplett. Da gehe ich aber einfach mal nicht zu tief ins Detail. Des Weiteren postet Maestro einen Chatverlauf vom freundlichen Management. Ich trage vor, das freundliche Management, nachdem es schon zuvor mittags am Telefon hieß. Ja. Ich lese gerade nochmal ganz kurz. Alim, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ich habe das beim Lesen immer nie gecheckt, aber das heißt natürlich Gelehrter oder Wissender. Daher kommt das.
oft verwendet, um eine Person zu beschreiben, die über umfassendes Wissen oder Weisheit verfügt. In einigen Kulturen kann der Name auch jemanden hinweisen, der als Lehrer oder Erzieher tätig ist. Warte mal ganz kurz. Wir wissen, wo du wohnst. Und du willst doch nicht, dass ich plötzlich vor deiner Tür stehe. Im Chatverlauf sehen wir, dass Maestro zweimal drum gebeten hat, einfach in Ruhe gelassen. Ja, das haben wir ja alles schon gesehen, naja. Lassen zu werden. Und trotzdem haben die zweimal angekündigt, bei ihm zu Hause aufzuschlagen. Dazu schreibt er noch, schämt ihr euch nicht? Letztes Jahr, 4 Tage nach der Geburt meines Sohns, kam der Diss von Mois plus das tagelange Gerede auf TikTok. Ein Jahr später, wieder im Ramadan, 5 Tage nach seinem ersten Geburtstag, wieder dieselbe Scheiße. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, dass ich ein paar der schlimmsten Dinge nicht mal erzählt habe, so Maestro. Ich weiß nicht, ob Mois weiß, dass ihr gerade jemanden bedroht, der aus Anstand vieles weggelassen hat. Ich versuche es ein letztes Mal. Bitte bringt mich nicht dazu, lasst mich und meine Familie in Ruhe. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Wie gesagt, weiß ich, dass Maestro einiges einfach nicht gedroppt hat, weil er einfach nur in Frieden existieren möchte. Beim letzten Mal hatte er auch super lange gewartet, bis er ausgepackt hat, was so zum Teil alles vorgefallen ist. Weil ja, und ich weiß, ich kenne natürlich Maestro, aber also der hat mir jetzt nichts persönlich so geschickt oder gesagt, das nicht, aber ich weiß einfach, weil er natürlich auch, wir haben gemeinsame Leute und so weiter, ich will jetzt da nicht genau drauf eingehen, aber ich weiß natürlich, wenn er gewollt hätte, hätte der anders gottlos auspacken können. Und dann wäre das Ding schon vor 2 Jahren zu Ende gewesen. Das wäre wirklich, also, anders gott. Aber es war eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, ich bin auch nicht sicher, ob dieser Chieno die ganze Wahrheit sagt. Der kommt mir super sass rüber, wirklich jetzt. Und wie gesagt, muss man sagen, kommt super sass rüber. Die werden einfach gemeinsam Scams durchgezogen haben und jetzt sind die, ja, einer gestörter als andere, schön bei Gott. Ja, genau. Danke, Adam. Weil er sich einfach nicht anders zu helfen wusste. Von sich aus wäre er mit dem Unrecht, das ihm angetan wurde, nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Er war die ganze Zeit ruhig, während Mois gegen ihn geschossen hat, obwohl Mois da im Unrecht war. Ich habe mit Maestro diesbezüglich halt hin und her geschrieben und er hat mich gebeten, nochmal im Video zu betonen, dass er ab jetzt wirklich einfach gänzlich daraus gelassen werden möchte. Der hat und will damit einfach nichts zu tun haben. Weder mit Mois, noch mit Chieno oder sonst wem aus dem Umfeld. Ich check halt wie... Ja, Tecmo schreibt, ganz kurz, Tecmo schreibt, ich habe schon damals gesagt, dieser Chieno und Mois stecken unter einer Decke. Also unter einer Decke glaube ich nicht, aber ich denke, dass sie mal unter einer Decke gesteckt haben oder zumindest Kooperationen, also die haben kooperiert, bis sie sich halt überworfen haben. Und jetzt wirft ein Scammer dem anderen vor, du hast mich abgezogen. So. Und bis zu einem großen Teil wäre das auch nicht unser Problem. Unser Problem in dem Sinn ist es ja auch nicht. Der sollen die sich da gegenseitig durch die Nase ziehen. Aber ja, was mich nur interessiert ist natürlich außer dem Gossip-Anteil die Spenden halt, ne? Wirklich nicht, warum ausgerechnet er sich falsch positiv dazu äußern soll. Nur weil er Mois die Ehre mit seinem Video damals gefändet hat. So viel dazu. Nächstes Thema. Ihr erinnert euch doch bestimmt an das 20.000 Euro Portemonnaie, welches verlost werden sollte. Ja, das war in diesem Chieno-Video, was er übrigens aufgenommen hat, ne? Kurze Auffrischung. Was ist denn? Denn ich bin... Das Stand jetzt ist das... Ich bin damals davon ausgegangen, dass der Chieno so ein Typ ist, der einfach nicht so viel YouTube-Erfahrung hat und deswegen kommt das alles so ein bisschen sass rüber. Heute bin ich ein bisschen der Meinung, dass das mit der YouTube-Erfahrung, das kann schon sein, aber dass der auch einfach sass ist, weil was er sagt, einfach sehr unlogisch ist und teilweise er sich auch selber belastet hat. Ich weiß nicht mal, ob er es gecheckt hat, aber er hat sich selbst belastet. Teil bei mir. Und zwar... Hier könnt ihr das sehen. Ja, dieser iClip. Also es ist beim, wie landet das Teil bei mir, ist die Frage. Ja, gute Frage. Ich kann euch das beantworten. Und zwar war das so, dass dieser Typ mich drum angebettet hat, dass ich ihn das abkaufe, weil er kein Geld hat, denn er ist broke. Und
Ich dachte mir so, ich habe ihn mehrmals gefragt, bist du sicher, dass du mir das verkaufen willst und sowas? Und er hat mir das ganze Zeit so aufgedrängt, dass ich ihn das abkaufen soll. Der Chef von der Firma hat mein Video gesehen und mir geschrieben. Es ging so ein bisschen hin und her, wir haben dann auch telefoniert und ich habe einige wirklich interessante Infos bekommen. Da die Rendermühle hinter meinen Augen eine Leistungskapazität im Bereich Informationen im Gedächtnis abspeichern auf dem Level eines PCs Baujahr 1900 Zwieback hat, bat ich darum, mir das doch einfach nochmal schriftlich für das Video hier festzuhalten. Gesagt, getan. Info. Also falls durch mein Gelaber, Sadik Undergrow, durch mein Gelaber ein bisschen durcheinander gekommen seid, Just Nero hat den Verantwortlichen von diesem Cliphalter geschrieben, mit denen connected und die haben dem schriftlich das hier mitgeteilt. Kurz vorab, die Kooperation von iClip und Mois begann bereits 2022, noch vor dem Maestro-Video, vor den aktuellen Skandalen. Mois war da öffentlich zumindest noch komplett clean. iClip kann man also keinen Strick daraus drehen, dass die mit Mois zusammengearbeitet haben. Die wussten nicht, worauf sie sich da einlassen. Dennoch schrieb mir der Chef dazu, natürlich müssen auch wir uns kritisch fragen lassen, warum wir überhaupt mit ihm zusammengearbeitet haben. Klar, um stets im Gespräch zu bleiben und die ersten Aktionen waren sogar recht erfolgreich. Ist nur logisch. Influencer-Marketing ist halt im Social Media-Zeitalter unglaublich lukrativ. Statt Geld erhielt Mois damals 50 eigens für iClip geprägte Eingaben. Ein sogenannter cleaner deutscher Bürger. Goldbarren. Da war auch noch alles gut und Mois hielt Wort. Er war ja für seine Verschenkvideos halt bekannt. Dafür wurden die Barren übergeben. Übrigens hat Mois ja letztens in seinem komischen 5-Minuten-Statement damit geprahlt, wie viel Geld er ja verschenkt hat. Dabei erwähnt er allerdings nicht, dass er nicht zu vernachlässigen Teil geschenkt bekommen hat. Unter anderem von Unternehmen, die er dafür auch bewirbt. Upsi. Generell ist das ja so, wenn er in einem Video 100 Euro verschenkt, ist das ja cool, aber er verdient damit ja weitaus mehr, als er verschenkt hat. Da kann man sich... Guck mal, Just Nero, okay, okay, Moment, okay. Guck mal auf den Just Nero, du bist nur eifersüchtig, okay. Verzeiht, es kommt kein Upload vor 10 Uhr, okay. Und Maestro, kann mein Kanal haben? Meine Kinder können nichts mehr essen. Aber der Kanal gehört jetzt Just Nero, okay. Ob du willst oder nicht. Guck mal, Bruder. Guck mal. Du redest immer mit Hack und mit Klar. Was sind das für Ottos, bitte? Jetzt kommt der Winter zu entkommen, flog ein kleiner Vogel Richtung Süden. Er machte sich allerdings zu spät auf den Weg und so fror er ein und fiel vom Himmel tief in ein... Das hat zu wenig Akzent, warte. Du bist meine Sucht. Nächtelang gehasselt für mein Brot. Für mein Brot. Nächtelang gehasselt für mein Brot. Für mein Brot. Alter Haut, alter Kett. Ich kenne deinen Fußnagel, welche Farbe der hat. Schöne Grüße an die Roosevelt Community. Warte, ich habe noch ein paar gute, warte. Mann, wo sind denn die 7 Euro? Roos hat was geschaffen in Deutschland. Digga, ich werde dir deine beschissenen 7 Euro geben, geh mir nicht am Sack. Oh nein, ich finde das Dings nicht, ey. Ich finde das Original nicht. Quala hadet andal aqo, Alter. Hadet andal sadiq hoara tsawosh. Digga, ich werde dir deinen beschissenen 7 Euro geben, geh mir nicht am Sack. Bruder, ich küsse dein Herz. Travis Scott fragt mich nach Texte, Bruder. Bruder, guck mal, Son Goku ist auch nur ein Hund. Wer bin ich schon? Nur ein Hund. Aber keine Ratte. Guck mal, Bruder, ich bin jetzt okay. Doch einfach mal auf die Fahne schreiben, wie selbstlos und spendabel man doch ist, wa? Genau so läuft's. Da geht sein, oh, ich habe 4,5 Millionen verschenkt, aus seinem 5-Minuten-Statement nicht so ganz auf. Sollte die Summe wieder erwarten doch stimmen, kann man höchstens sagen, du hast den größten Teil von Unternehmen zur Verfügung gestellter Warenwerte nicht gänzlich hinterzogen. Ja, kannst du ja mit prahlen. Jedenfalls hielt er tatsächlich Wort und hat damals 2 Videos gemacht, in denen er die 1 Gramm Goldbarren weggegeben hat. Ich gebe dir 1 Gramm Gold, wenn du mich zum Lachen bringst. Oder Videos wie, nimmst du von mir 1 Gramm Gold oder soll ich dem Nächsten doppelt geben? Typische Mois-Videos halt. Die Kooperation zwischen iClip und Mois verlief soweit super. Sowohl für das Unternehmen als auch für Mois. Danke.
gab es erstmal einige Monate keinen Kontakt. Plötzlich kam der Anruf, in dem verkündet wurde, er steht so gut wie vor der Tür und würde sie gleich besuchen. Sobald er da war, plante er mit iClip einen großen Auftritt, so der Chef. Ein Gewinnspiel mit einem dicken Preis. Ein iClip aus massivem 750er Gold im Wert von 20.000 Euro. Das kennen wir doch aus Schiernos Video. Im Nachhinein ärgert sich die Firma übrigens darüber, weil sie eigentlich eher auf Minimalismus setzen und mit dem Goldportemonnaie genau das Gegenteil von ihrem Image nach außen getragen haben. Ich zitiere wortgenau. Wir selbst haben in 10 Jahren über 50 Gewinnspiele veranstaltet und in allen Gewinnspielen gab es die versprochenen Gewinner. Jetzt die Blamage. Jetzt wurde gemoist. Mois hat zwar ein erstes Video gemacht, zwei Videos waren vertraglich vereinbart, indem er Mitspieler bzw. Kandidaten für das Gewinnspiel gesucht hat. Doch dann haben wir lange, lange nichts von ihm gehört. Er war nicht erreichbar. Es ist längst die Frist verstrichen, innerhalb der das zweite Video mit dieser Ausspielung von den 20.000 Euro iClip-Portemonnaie hätte kommen sollen. In Anbetracht, dass das erste Mal nicht so dumm lief und Mois für die Erdbebenopfer gesammelt hat, hat das Unternehmen erstmal abgewartet. iClip ist da quasi mit Good Faith rangegangen. Die dachten sich, ja, der wird was zu tun haben, der macht sich ja gerade irgendwas Gutes. Und jetzt wird's brisant. Ich muss sagen, nachdem ich das gehört habe, frage ich mich ernsthaft, Alter, Schierno, bist du knüppeldämlich? Was hast du dir denn dabei gedacht? Weiter im Text. Bis Schierno mit seinem Türkei-Spenden-Statement-Video herauskam. Schierno hielt als Beweis für seine Glaubhaftigkeit eine unrechtmäßig angeeignete Sache iClip Gold Seriennummer 5 von 15 in die Kamera. In dem Video gibt Schierno zu, dass er wusste, dass Mois sich diesen iClip mit einzigartiger Seriennummer unrechtmäßig angeeignet hat. Also, ne, der bekommt für 20.000 Euro ein iClip, soll das verlosen, verlost das aber nicht und verkauft das noch an Schierno vor Unterhand. Das hat der Schierno ja gesagt, dass es ihm abgekauft hat. Ihr wisst, was das heißt. Klingelt es langsam. Danach hat er uns noch per Insta angeschrieben und uns den Gold-iClip zum Verkauf angeboten. Ich, also dieses Maß. Das ist so dumm, ey. Das meine ich mit, du hast es hier mit, wirklich, wirklich, also, das ist schon wirklich, wow. Also, das ist schon, ich weiß nicht, diese Hohlbirne wäre noch nett. Ich weiß nicht, was das für ein Maß an, das ist schon wirklich, das ist zu viel Spice gefressen. Aber diese Blätter fallen halt viermal im Jahr ab. Diese Blätter fallen halt. Es ist Ziegen Records. Stumpfes Trumpf. Dumm, aber schlau. Digga, pass auf. Stell dir vor, ich bekomme von Samsung jetzt zwei neue Samsungs zum Verschenken an Community. Ich gehe rum, mache die Videos daraus und sage euch, ey, wir haben den Gewinner. Ich schicke das aber den Gewinner nie. Geh zum Ilja und sag, Bruder, ich brauche Geld, Bruder Ilja. Guck mal, ich weiß, du arbeitest viel bei uns, aber du hast Geld. Ich zahle ja monatlich Geld, ich weiß nicht, was du Geld hast. Du hast Geld, Bruder. Nimm diese Samsung, okay? Günstiger. So, ich gebe ihm das. Ich gebe dem Ilja jetzt das Samsung. Er gibt mir Geld, weil er vielleicht Mitleid hat, weil er weiß, ich bin auf einen Ballon oder so. Und dann ruft Ilja bei Samsung an und sagt, hi, Dings, bei O2 am besten. Hallo, ja, genau, hier ist O2, dies, das, brauchen Sie, Dings. Nein, braucht keinen Vertrag. Hören Sie mal zu, können Sie reden? Hallo, ich bin's, Ilja, können Sie reden? Von Ruth. Ja, was wollen Sie denn? Können Sie gerade reden? Ich würde gerne mal, Dings, ich habe ein mieses Angebot. Was denn? Ich hab ein mieses Handy für Sie. Günstig, können Sie zurückkaufen. Hä? Ist doch unser Handy. Was? Wir kennen das Ding. Das haben wir doch gegeben zu... Hä? Moment mal. Das haben wir doch gegeben für ein Gewinnspiel. Sie verstehen das nicht. Was denn? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich hab die gescammt. Regeln doch auch. Wer bin ich schon? Nur ein Hund, aber keine Ratte. Der unsäglichen Volltrotteligkeit passt auf
keine Sonnenoberfläche mehr drauf. Das ist das Dümmste, was ich seit einem nicht zu kurzen Zeitraum hören musste. Ich lese vor. Wenn aber etwas gestohlen oder unterschlagen ist, kann ich nicht rechtmäßiger Besitzer einer Sache werden. Richtig. Chieno hat sich damit wohl der Hehlerei schuldig gemacht. Das vor der Kamera zuzugeben, ohne rot zu werden und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, dann auch noch die Dreistigkeit zu besitzen, den rechtmäßigen Eigentümer der gestohlenen Ware zu fragen, ob er das nicht... Das ist schon so dumm. Ey, das ist so dumm, ne? Ey, irgendwie ist das, ey, ich glaube wirklich, die sind so dumm, ne? Die sind gar nicht, vor Gericht kriegst du die gar nicht verklagt. Der Richter wird immer sagen, Psychiatrie. Also, ne, der wird, ne, der nicht Psychiatrie, der wird sagen, ja, was soll man machen? Wie heißt das nochmal? Der Richter wird sagen, ey, Dings, Ziegenfarm. Ich war vorhin bei Lidl, hab mir so ein Getränk geholt, ich habe das zur Hälfte getrunken, dann bin ich zur Kasse und hab gesagt, ich habe ein gutes Geschäft für euch. Ja, die plädieren auf uns, ey, weißt du, wie die machen? Also, die sitzen da. Einspruch, euer Ehren. Der hat, macht sich strafbar der Hehlerei, hat ihr iClip 20, hat ein Video, Beweise liegen vor, Beweis A-36. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen, Chieno, oder wie die heißen hier mit dem Zopf? Sie, genau Sie, Herr. Er war's. Bruder, warum zeigst du auf mich, ha? Das ist 31er. Bruder, zeigst du auf mich, Wallahi. Wir haben zusammengearbeitet, okay? Einspruch, euer Herrn, ihr Mandant redet die ganze Zeit dazwischen. Was haben Sie dazu zu sagen, Herr Alim Mois? Bruder, was meinen Sie mit Bruder? Hier ist kein Bruder, ich bin immer noch der Richter, bitte. Benehmen Sie sich. Moment mal. Ich werde mit meinen Anwälten kurz reden. Ich mach das schon. Wir plädieren auf unschuldig. Herr Richter, könnte ich eventuell dieses Gerichtssaal verlassen? Kann mein Neffe auf süß weiterreden für mich? Er ist mein Management von Seite. Stell dir mal vor, er wäre vor Gericht gegangen mit dem Teenager da und hätte gesagt, er redet für mich auf süß von Seite, okay? Bruder, Herr Richter, geben Sie mir diese 7 Jahre auf süß. Zurückkaufen möchte. Eieiei. Also, Chieno, du denkst auch nur so weit, wie du Waschmaschinen mit einem kleinen Finger werfen kannst, oder? Wir reden da von einem Strafrahmen, der bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe geht. iClip Eieieiei. Also bis zu 5 Jahre im Hehlerei, ja, wenn du Autos oder was, aber jetzt bei so einem iClip-Moped vielleicht nicht. Aber es ist auch nicht ohne, weil natürlich, das ist schon selten dämlich, im Video das zuzugeben und so. Brauchen wir jetzt eigentlich auch gar keine Anwälte mehr. Muss man sich aber nur noch entschuldigen. Herr Richter, Moment, Herr Richter. Herr Richter, ich küsse Ihr Herz. Sie haben sehr viele Jahre studiert und sitzen hier. Verzeihen Sie mir. Gucken Sie, Herr Richter, Views. 2 Millionen Abonnente sind nur eine Zahl, okay, Herr Richter? Es ist so, dass viele Shababs hier reingehen und rausgehen und keinen Respekt für Sie haben, Herr Richter. Aber Sie müssen Chieno 10 Jahre geben und mir Freiheitsspruch. Warum? Weil auch ein Baum muss sich und die fallen nun mal halt wie ein CEO. Oh. Ich werde nur wie. Meine Freunde sind nicht nur,
Oh mein Gott, Herr Richter, Sie sind auch nur ein Hund. Floyd Mayweather ist ein Hund. Und Herr Richter, Sie auch. Treibt Arte wohl nicht mal ein schlechtes Gewissen, obwohl er wusste, dass der iClip verlost werden sollte, dass das Ding erst den Eigentümer wechselt, wenn Mois das zweite Video veröffentlicht hat und es verlost wurde und dann auch an den Gewinner der Verlosung und nicht an Mois und Mois seine Fans und auch uns hintergangen hat. Ich muss sagen, echt, eigentlich, der hat die Fans verarscht, okay, ja, jetzt der Scherno, der geht... Der macht ein Video, wo er Mois belasten will, wo er ihn exposen will und exposed erstmal selber, plus die Sage, er hat noch versucht, uns das zurückzuverkaufen. Bruder, Alter. Herr Richter, Sie haben meinen Hack genommen. Herr Richter, Moment, Moment, Herr Richter. Gucken Sie mal nebenbei auf WhatsApp. Ich habe da was geschickt, okay? Etwas Kleinigkeit für Sie, okay? Wir haben also gegen die beiden Herrschaften, Mois wegen Unterschlagung und gegen Scherno wegen Hehlerei, Strafanzeige gestellt. Jetzt bleibt die Frage offen, ob das Ding bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wird. Also wir haben also bei der Herrschaften Mois wegen Unterschlagung und Scherno Strafanzeige gestellt. Tatsächlich, Alter. Für den Fall bei Scherno noch keine Hausdurchsuchung war und bei iClip Seriennummer. Also wir haben tatsächlich eine Anzeige gestellt, okay? Werden kann. Es handelt sich, wie gesagt, um die Seriennummer 5 von 15. Das Unternehmen hat noch geschrieben, Hinweise, die zur Rückführung des Objekts führen, also zurück in den rechtmäßigen Besitz von iClip, werden mit 5.000 Euro belohnt. Ja, das war sensationell dämlich. Ich weiß... 5.000 Euro geben die raus, wenn man das Ding besorgt. Schön, Bruder. Wirklich nicht, was die beiden sich dabei gedacht haben. Ich muss an der Stelle sagen, Scherno ist alles andere als ein Unschuldslamm. Ja, das, Digga, da mittlerweile dürfte das klar sein. Entweder ist er auch ein Scammy oder, sorry, wie ich das so sagen muss, selten naiver Exemplar von Mensch. Wirklich. Frag mich an der Stelle übrigens wirklich, ob Scherno das überhaupt öffentlich gemacht hätte, wenn Mois seine Schulden bei ihm bezahlt hätte. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er es wirklich sonst einfach für sich behalten hätte und weiter mit ihm gemeinsame Sache gemacht hätte. Sofern seine Vorwürfe halt überhaupt der Wahrheit entsprechen, das wissen wir ja immer noch nicht. Die ganze Geschichte ist einfach übel verworren und ich muss sagen, ich traue wirklich keinem der ganzen Truppe auch nur einen Zentimeter über den Weg. Irgendwas ist da einfach gewaltig faul. So, das geplante Video ist eigentlich an der Stelle zu Ende. Ich habe ja gesagt, wenn es was Neues gibt, insbesondere von dem Management, halte ich euch hier auf dem Laufenden. Entweder tschüss oder bis gleich. Ja, so viel dazu. Ich hasse es, Videos fragmentiert aufzunehmen, insbesondere wenn halt stündlich neue Infos reinkommen. Das ist zusammen mit dem Shady Post von Mois zu Maestro gedroppt worden. Ich habe das allerdings nicht gesehen. Das mit Maestro wurde mir halt in erster Linie zugespielt und ich habe da mit ihm direkt Kontakt gehabt. Ich will doch einfach nur fertig werden. Das Management von Mois hat über Mois Account etwas zu der Spendenthematik gepostet, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Liebe Community, morgen Abend wird Klarheit über die aktuelle Lage sowie den weiteren Werdegang und den ganzen Vorwürfen geschaffen. Bitte nicht. Das heißt, morgen sitze ich wieder hier. Oh, wunderbar. Uns liegen nun fast alle nötigen Unterlagen und Nachweise vor. Dann poste sie halt. Es reicht jedoch, um euch endlich ein klares Bild zu verschaffen. Wir bedanken uns für eure Geduld, die nicht selbstverständlich ist, und euer Vertrauen. Ja, Vertrauen nach den ganzen Moves. Wir bedanken uns für eure Geduld, die nicht selbstverständlich ist, und euer Vertrauen. Das sind eh alles nur Phrasen. Auch dieses ganze Danke für eure netten Nachrichten. Oder als ob der nette Nachrichten bekommt. Das ist alles nur Fassade und so Dings. Phrasen. Der schreibt denen. Die Leute sind alle auf Hektik. Aber nicht so. Die Situation war und ist einfach immer noch sehr komplex. Ja, nee, eigentlich überhaupt nicht. Eine Aufnahme von Auszahlungen reicht. Ich meine, ja. Wenn es aufs Bankkonto transferiert wurde, dann zeigt doch zensierte Kontoauszüge. Naja, weiter. Die Situation war und ist einfach sehr komplex und musste aus juristischen Gründen sehr sensibel behandelt werden. Deswegen konnten wir nicht alles sofort rausgeben oder veröffentlichen. Das wird sich morgen aber ändern. Ja, schon wieder ein Morgen wird sich irgendwas ändern. Das ist alles Geschwätz. Aus juristischen Gründen, ja. Wie sich Sufians Meinung auf... Bruder, guck mal. Das sieht so sehr glaubwürdig aus, dieser Text, Bruder. Du musst öfter deswegen und so. Du musst mit Punkt und Komma arbeiten, Bruder Herz. Dann kommt das glaubwürdiger, okay? Auf einmal geändert hat? Ja, wie kommt das? Egal. Das ergibt irgendwie nicht sonderlich viel Sinn. Wenn es doch aus juristischen Gründen nicht gepostet wurde, ist es dann morgen auf juristischer Ebene geklärt oder wie darf man das... Ja,
jetzt verstehen. Als nächstes folgt ein Screenshot von PayPal. Die Aussage ist, die Spenden lagen weit um. Bitte versteht, dass wir erst seit heute im Besitz dieser Beweise sind und vorher weder Zugang zum Account hatten, noch wurden unsere Auszüge bereitgestellt. Auch Mois hatte keinen Einfluss darauf, aber die Summe lag weit unter 110.000 Euro, okay? Unter 110.000 Euro und den Rest hat Mois aus eigener Tasche bezahlt. Er sagte ja in dem 5-Minuten-Statement und doppelt und dreifach. Ja, bin ich immer gespannt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass damit die angeblichen 40, 50 LKWs gemeint waren, die nicht gefilmt wurden aus irgendeinem Grund und auch nicht fotografiert. Ich würde dafür ehrlich gesagt handfeste Beweise sehen wollen. Auf dem Screen. Ja, vor allem ein Mois, der. Ein Typ, der. Wenn er Pennern 20er gibt, das von drei Kamerawinkeln filmen lässt. Ein Typ, der nach Türkei fährt, in einem sehr gefährlichen Erdbebengebiet, aber auf jeden Fall Kameramann und Drohne und Pianist dabei hat, der alles auf jeden Fall ausschlachtet, hat von 40 und 50 LKW-Ladung keine Slow-Motion. Okay. Warum glaube ich das nicht? Digga, wenn ich so ein scheiß Video sehe mit Interstellar-Klaviermusik drunter, fange ich schon an zu zweifeln. Screenshot sehen wir eine Summe auf PayPal, das Datum und dass das Konto noch nicht fertig eingerichtet wurde. Mehr nicht. Nicht von wem das Konto ist und sonst auch irgendwie gar nichts. Es könnte also... Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist einfach irgendein, keine Ahnung. Quasi von jedem sein. Das ist irgendwie bis jetzt nichts sonderlich Brauchbares. Wie gesagt, wir sehen nicht, ob das von Mois ist. Es könnte halt sonst was sein. Ich hoffe einfach, da kommt noch mehr und es wird wirklich Klarheit geschaffen. Ich würde mich tatsächlich freuen und wie gesagt auch ein Video machen, in dem ich mich entschuldige und die ganze Sache nochmal herausstelle, dass Mois unschuldig war. Ich bin bereit, seinen Ruf dahingehend zu bereinigen, wenn es denn glaubhaft gemacht werden. Also ich muss zu Justero an dieser Stelle sagen, ich kenne ihn ja kaum. Ich habe 2 Videos oder 3 gesehen. Das, was er hier sagt übrigens, ist eine sehr, sehr wichtige Sache, auf die ich mal kurz aufmerksam machen will. Denn wenn wir YouTuber, und da, also da nehme ich mich auch mit rein, Reactor, YouTuber, keine Ahnung, wenn wir uns lustig machen über irgendwas und wenn wir abnerven auf jemanden, auch das geht auch an die ganzen News- und Reportagen-YouTuber oder wie heißt das nochmal, diese Leute, die Videos machen wie er. So, wir gehen manchmal so Fälle und so Sachen und ist ja meistens E-Gossip. Und dann gehen wir, jagen das und die Leute haben Shitstorms, Midstorms. Wisst ihr aber, was nie passiert oder so gut wie nie? Und deswegen finde ich das wichtig, was er gesagt hat. Ich bemühe mich auch, also Meinungsblogger und Meinungs-YouTuber. Ich bemühe mich auch, diesbezüglich mich auch daran zu halten und so weiter. Und zwar, wenn dann eine Sache geklärt wird, dann wird nie darüber geredet. Nie. Es wird nur mitgenommen, wo man draufhauen kann. Wenn die Sache sich aber noch anders klärt, die Leute sich als unschuldig oder nicht so wild, das juckt keinem. Er ist schon die nächste Dorf. Die nächste Sau durchs Dorf. Die nächste Dorf ist auch gut. Naja, deswegen, ich will es auch, so man erinnert mich ruhig dran, wenn ich mal irgendjemanden durch Dorf getrieben habe und dann kommt raus, das stimmt nicht, dann müssen wir auch durchgehen, weil das ist schon fair. Das muss man schon machen. Und er sagt es hier richtig. Wenn es, und da bin ich natürlich auch bereit, was auch Mois angeht, was ich natürlich zu diesem Zeitpunkt mit den ganzen Extra-Lügen hier, mit dem Fake-Razzia und diese ganze Kacke, kannst du ja eh gar nicht mehr glauben. Aber wenn irgendwas noch rauskommen sollte, was ihn glatt bügelt, ich mache ein Video und entschuldige mich. Also das ist jetzt kein Thema für mich. Ich mache nur mal die Tür auf. Bruder, ich küsse dein Herz. Travis Scott fragt mich nach Texte, Bruder. Bruder, Son Goku ist auch nur Son Gohan. Kann. Und das sehen wir ja dann. Das nächste Update. Ich habe gerade einen Screenshot von Mois Video mit ausgelesenen Metadaten zugeschickt bekommen. Das hat irgendeine Meme-Seite erstellt, gerne ein. Nicht irgendeine Meme-Seite. Shoya Shabab. Steht das in den Kommentaren schon, wer das war? Ihr wisst natürlich, wer das war. Ne, das ist von Abu. Das müsste Abu sein. Abu Schminktellektueller. Das ist ganz sicher Abu. Adam, du weißt es. Ich glaube, du hast mir das mal weitergeschmust. Mal bei mir melden, dann gebe ich Credits. Ich finde euch leider nicht mehr. In ihrem Post mit
mit dem PP-Screenshot sehen wir ja den Betrag von 16.000. In diesem Kontext wollen die ja damit ausdrücken, was sie auch noch dazu geschrieben haben, dass es ja weit weniger als diese 100.000 waren. Hier, guck mal, nur 16.000. Ja, 16.000 nach einer Stunde 48. Es gibt übrigens auch irgendwie verschiedene PayPal-Adressen. Unter dem Erdbeben-Video war das /MoisUnSale. Unter einem anderen Video, ich nehme einfach mal das Video, nimm meine Kreditkarte und heb ab, so viel du willst. Gänsehaut. PayPal Unsale. Und darunter ist die Adresse /Unsale. Insgesamt komplett kryptisch. Na, zurück zum Screenshot. Wir sehen auf dem Video, dass es um 21.05 und 23 Sekunden gepostet wurde. Der Screenshot von den 16.400 Euro ist um 22.53 Uhr gemacht worden. Knüppeldumm. Ja. Das schadet halt eher und... Ja, ich wollte gerade sagen, es beweist nichts. Es beweist jetzt auch nicht, dass es 100 waren. Okay, aber es beweist auch nichts anderes. Es ist tendenziell eher so, dass es, wenn nach 2 Stunden 16 waren, dass es dann nach 10 Stunden mehr waren oder nach 2 Tagen. Und es ist halt auch dumm, weil Glaubwürdigkeit baust du natürlich damit jetzt nicht auf. Beweist noch weniger, als es sowieso bewiesen hätte. Das ist gänzlich wertlos, wenn da nichts Vernünftiges mehr kommt. Keine Ahnung, warten wir ab. Wenn das Video hier endet, dann kam nichts mehr. Update. Es ist zu viel passiert. Vor allem ist es super undurchsichtig, was die Spenden angeht. Es wurde jetzt jemand anderes vor den Bus geschmissen. Das alles aufzudröseln hätte nicht mehr hingehauen, weil es wahrscheinlich genauso lang gehen würde, wie dieses Video eh schon ist. Wenn nicht sogar länger. Vielleicht mache ich das irgendwann oder jemand anderes und ich verlinke es oder so. Weiß ich noch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und tschüss. Also interessant, während wir das gucken gerade, ich sehe gerade diese Management-Seite hat auf jeden Fall schon ein neues Logo. Also gut. Ähnlich, aber ist anders. Neues Logo. Ja, gut, okay. Jetzt ist auch ein Name dabei. Es wird langsam. Ja.